Unansehnlich, aber wertvoll als Basis für alternative Energiequellen. Geflügel kann wichtige Rohstoffe für die Energiegewinnung erzeugen. In Zerbst in Sachsen-Anhalt ist es Hühnerkot, der zusammen mit den Exkrementen von Kühen und Schweinen recycelt wird. Chris Döring ist der Besitzer der Biogasanlage in der flächenmäßig fünftgrößten deutschen Gemeinde. Jeden Arbeitstag produzieren wir so viel Gas, dass ein Tanklastzug mit 20.000 Liter Heizöl in etwa vom Hof rollen würde. Deutschland braucht Gas jeglicher Herkunft und das möglichst umgehend. Die Lieferungen aus Russland über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 sind aktuell auf 20% reduziert. Deutschland könnte sich auf einen Winter einstellen müssen, in dem einige Unternehmen und regional auch Haushalte unterversorgt bleiben. In Zerbst ist zumindest die Versorgung der wichtigsten Abnehmer garantiert, wenn russische Lieferungen weitergekürzt werden. Mit den Partnern hier, also mit unserem Gasnetzbetreiber und auch, sage ich mal, mit den Stadtwerken, ist man in der Lage, hier auch das Krankenhaus, auch Schulen, die quasi kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Um die Energiekrise in ganz Deutschland und der EU zu bewältigen, sind alternative Quellen nicht geeignet. Noch nicht, weil die Biogasproduktion Fachleuten zufolge nicht schnell genug ausgebaut werden kann. Aber langfristig wird Biogas eine immer wichtigere Rolle in der EU spielen. Davon sind viele Fachleute überzeugt. Die EU hat das tatsächlich im Rahmen so ihres sogenannten Repower EU, also des Konzeptes weg von russischem Gas, Biogas für die nächsten Jahre eine enorme zusätzliche Rolle eingeräumt, wo die meisten Menschen, die ich kenne, sagen, ob das wirklich umsetzbar ist, da hat man so seine massiven Zweifel. Papier ist an der Stelle geduldig. Deutschland steht vor einer riesigen Aufgabe, einem riesigen Problem, da es versucht, von russischer Energie und insbesondere von russischem Gas unabhängig zu werden. Und Biogas, wie das hier westlich von Berlin produziert wird, wird nicht die Lösung für dieses Problem sein, aber es könnte in Zukunft eine wichtige Rolle beim Aufbau der deutschen Energiesicherheit spielen. Jonah Kellgren, reporting from Zerbst for Euronews.